Professuren im Professurenbereich eben nur noch etwa 10 bis 15%, je nachdem in welchem europäischen Land wir das jetzt angucken, übrig bleiben, bis eben auch weniger Ausnahmen. Es gibt einige Länder, wo das besser aussieht. Ein Punkt, daraus würde ich ganz gerne aufgreifen, weil er ins Politische auch weicht, Frau Dr. Seidel, nämlich das Mantra von der Drittmittelförderung. Das ist ja auch wichtig, man braucht mehr Geld als Steuergeld, um Forschung und Lehre zu finanzieren, aber kann natürlich auch zum Mangel der Transparenz beitragen. Wenn ein großer Autobauer sagt, ich brauche jetzt eine Professur und einen Lehrstuhl für ein ganz bestimmtes technisches Thema, hat er da natürlich ein eigenes Interesse. Ist das dann auch so transparent, dass man sagen kann, hier können dann auch Frauen noch gefördert werden, oder ist nicht diese Drittmittelvergabe eher eine Gefahr für Transparenz und Frauenförderung? An der Stelle kann ich das eigentlich nicht so wirklich feststellen. Also es ist immer ein Problem, wenn man sich überlegt, wer ist der Drittmittelgeber und welche Interessen stehen dahinter. Aber das bezieht sich eigentlich ja sowohl als auch Frauen als auch auf Männer. Also ich glaube, da geht es weniger um, es geht mehr um den Zugang. Wie kommt ein so eine Professur, ob es solch eine Professur ist oder eine andere. Und da fängt es an, schwierig zu werden. Ich finde, nach der Promotion, da wird es schwierig für Frauen, weil es einmal planbare Karriere sein muss. Die Frauen wollen unbedingt und man diese Planbarkeit heutzutage nicht so richtig spüren kann, die nicht wirklich voraussehbar ist, weil eben auch begrenzt eben nur eine Professur zur Verfügung steht. Das sind 6 Jahre, wenn man die Juniorprofessur sieht, und dann weiß man nicht, wird man in ein dauerhaftes Verhältnis übernommen. All diese Schritte, die nicht planbar sind, schrecken Frauen davon ab, überhaupt in eine Professur zu gehen. Und da sind eigentlich eher die Widerstände. Und da muss man natürlich auch ein bisschen Politik verstehen innerhalb der Hochschule. Und da wird ja viel von Netzwerken gesprochen, von den sogenannten Männernetzwerken, die da sind. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, wenn man damit nicht aufgewachsen ist, was das eigentlich heißt, Politik an der Hochschule machen. Und da gehört auch zu, dass man eben auch einfach die Zahl der Frauen erhöht hat, um diese Netzwerke auch mit Frauen zu besetzen, sodass man weiß, wir haben also Ausschreibungen gesehen, die da eben zum Teil nicht wirklich öffentlich sind, da haben Frauen eine größere Chance, als wenn Ausschreibungen eben nicht öffentlich vergeben werden. Da gibt es auch Studien darüber. Und ich glaube, das sind die eigentlichen Hemmnisse. Also einmal die Planbarkeit der Karriere, und das spielt natürlich auch hinein, dass Frauen Kinder haben möchten und Familie. Dann eben die unter Umständen auch die Angst, dass die Kinder nicht wirklich betreut sein könnten. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber vor allen Dingen auch, wie plane ich meine Karriere und welche Sicherheit gibt mir diese Laufbahn? Und das ist in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen relativ schlecht. Frau Professionelle, Sie, habe ich auch, ich habe ein bisschen nachlesen, werden zitiert damit, folgt euren Visionen, sagen die Studentin, und macht das konsequent, lasst euch da von niemandem reinreden, verlegt auch die Familienphase eher nach hinten, um eben auch durchzuziehen und etwas zu erreichen. Denn oft ist es ja so, da ist die Habilitationsschrift geschafft, aber was kommt dann? Ist das tatsächlich oft der Knackpunkt, dass man dann auch wirklich dranbleibt und sich in die auch zur gelobenden Verfahren begibt? Es ist ja einfach auch dann, setzt einen riesen Wettkampf ja auch ein, ne? Um die Lehrschule. Also es ist ja nicht so, als wären Frauen prinzipiell wettbewerbsfeindlich. Vielleicht noch mal kurz zu den Drittmitteln. Auftragsforschung sind etwas völlig anderes als die wettbewerblichen Mittel, etwa bei der DFG. Bei der DFG haben wir keine Probleme, bei der Auftragsforschung spielen natürlich die Netzwerke unter Männern eine Rolle. Also ist die Habilitation der Knackpunkt. Lassen Sie mich zunächst anekdotisch, also durch einen Bericht und nicht statistisch, antworten. Als ich meine endgültige C4-Position in Münster erreicht hatte, traf ich dort auf ein mir bereits bekanntes, weil ich Münsteraner gewächs war, Biotop von männlichen Kollegen. Ich war die erste Frau, die dort eine Professur innehatte. Und man bedauerte allenthalben, dass es leider keine Frau gäbe, die bereit sei, sich zu habilitieren. Jeder hat mir in die Hand versprochen, wie oft er es versucht hat. Aber die wollen alle nicht. Also erstens brachte ich eine Habilitantin mit. Und ich war noch kein halbes Jahr da, da hatte ich 4 Anfragen von Frauen aus der ganzen Republik. Komisch, ne? Ja, die offenbar die Idee hatten, die hat es geschafft, die weiß, wie das geht. Und wenn wir uns auf den Weg machen, dann wollen wir von ihr die Unterstützung haben. Die haben Männern in vielen Fällen vielleicht auch zu Recht nicht getraut, dass sie ihnen reflektiert die entsprechenden Ratschläge geben können. Was habe ich natürlich gemacht? Meine Kollegen angesprochen, ich habe das zur Kenntnis genommen. Wie traurig, dass sie keine gefunden haben. Ich habe gar nicht so viele Stellen. Ich hätte ihnen hier eine anzubieten. Und dann habe ich die alle untergebracht.
Und es ist bei den Juristen so, dass wenn man zwei Menschen im Leben zur Habilitation führt, dann ist man schon richtig gut. Und bei dreien gehört man schon zur Spitzengruppe. Und ich bin die Einzige, die drei Frauen zur Habilitation geführt hat, sodass auf einer Fachversammlung der Strafrechtslehrer ich begrüßte: Ach, Frau Kollegin, Sie betreiben die Feminisierung der Strafrechtslehrer. Das heißt also, das ist eine Mischung. Das ist eine Mischung von Selbstzweifeln, von objektiven Hürden, einen langen Zeitraum nur über unsichere und befristete Stellen verbringen zu können und den fehlenden Vorbildern, die Mut machen. Und so eine provokante These: verschiebt das Kinderkriegen nach hinten, das kann je nach individueller Lebensplanung völlig falsch sein. Aber es ist ein Modell, an dem ich immer wieder deutlich gemacht habe: Leute, der Beruf ist eigentlich ganz schick. Denn wenn ihr mit 35 erst anfangt, dann habt ihr ein Gehalt, von dem ihr die Ganztagskinderfrau selber bezahlen könnt. Ja? Also das ist ein Modell, das ich verkauft habe, aber keineswegs eins, das für alle gleichermaßen gilt. Man muss nur zeigen, wie es geht. Wie groß ist der Schneeballeffekt Ihrer Initiative? Ah, der Schneeballeffekt: als mein hochverehrter Lehrer 70 wurde, haben wir ein Gruppenfoto der gesamten Genealogie gemacht. Und siehe da, es gab ihn, und es gibt noch einen Stallbruder von mir, der hat aber auch Töchter produziert, sodass wir ein Foto hatten mit zwei Männern und fünf Frauen. Ja, Frau Dr. Nadel, ich wollte noch dazu. Ja, ich will aber trotzdem ein bisschen Wasser in den Rhein gießen, wenn man sich nämlich noch von Westfalen anguckt, auch im Vergleich der Bundesländer, dann ist trotz Ihrer Initiative und vielleicht auch einzelne anderer Initiativen, die da sind, das Ergebnis relativ ernüchternd, weil wir liegen bei 15% etwa, und je nachdem, in welche Qualifikationsstufe wir kommen, wird es dann eben noch viel niedriger, je höher man in die Qualifikation kommt, desto weniger Professuren und Professorinnen haben wir. Und wir hatten vor kurzem ja das Kompetenzzentrum für Frauen in Wissenschaft und Forschung, hat nochmal eine Erhebung gemacht aller Bundesländer, und da sind wir ganz am Schluss in Nordrhein-Westfalen, was die Gleichstellung angeht. Nur weil das jetzt sich alles schon so hoffnungsfroh anhört, muss man einfach an dieser Stelle nochmal sagen, so wirklich klasse sind wir dann doch eben nicht. Ein Satz dagegen. Nordrhein-Westfalen stünde besser da, wenn mir meine drei Frauen nicht gleich auch durch das feindliche Ausland abgeworben worden wären. Sie sitzen in Österreich, Schweiz, und zwei in der Schweiz, einen in Österreich. Aber Frau Dr. Seidel, die Grünen waren bis 2005 auch beteiligt an der Landesregierung. Ist das nur in den letzten 4 Jahren fürchterlich falsch gelaufen? Oder hat die Grünen das vielleicht auch die Weichen? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das enorm schlechter geworden ist, aber es ist schlechter geworden. Wir haben uns die Studie ganz genau angeguckt. Wir hatten vor kurzem eine Veranstaltung, und wir haben vom Kompetenzzentrum CX, die Frau Löthe hat uns das vorgestellt, die Zahlen nochmal, und sie hat gesagt, wir sind jetzt ganz am Ende der Kette. Wir bilden wirklich das Schlusslicht. Wir sind bei den Professoren zwar im mittleren Mittelfeld, aber vergleichen wir uns dann mit anderen Bundesländern, zum Beispiel Niedersachsen, da haben wir einen Prozentanteil von über 20%, und das ist auch in Bremen so und das ist auch in Berlin so. Das heißt, es haben einzelne Länder aufgeholt in den letzten Jahren, das haben wir aber nicht. Also von daher muss man das erstmal zur Kenntnis nehmen, aber ich muss natürlich zugeben, dass auch unter unserer Regierungszeit das sehr, sehr langsam gelaufen ist, und das haben ja auch alle beklagt, und deswegen ist der Wissenschaftsrat ja 2007 hingegangen, und das haben dann Männer gesagt, das fand ich übrigens auch ganz toll, die DFG ist hingegangen, Leibniz ist hingegangen, Max Planck ist hingegangen, sie haben gesagt, wir brauchen endlich etwas Durchgreifendes, die ganzen Frauenförderprogramme alleine, auch das, was wir an Gleichstellung im Augenblick haben, und die paritätischen Gremien und die Wettbewerbe und Preise, das alleine, das reicht nicht. Und da ist der Wissenschaftsrat ja hingegangen und ganz mutig gesagt, lasst uns doch auch nochmal über die Quote nachdenken. Und ich fand das auch ganz, ganz toll. Ja, von Leibniz, der Präsident, Herr Professor Rietsche von der Leibniz-Gemeinschaft, war bei uns als einziger Quotenmann in einer Frauenveranstaltung vor kurzem, hat sich hingestellt und hat gesagt, wir müssen das machen. Wir kommen einfach nicht weiter, und wir brauchen eine Quote, wie ihr das auch nennt, ob ihr jetzt sagt, eine Quote nach dem Kaskadenmodell, wo man sich nach den Qualifikationsstufen richtet, jeweils darunter als Zielvorgabe. Wir brauchen etwas Gesetzliches, was verbindlich ist,
und wo die Politik hinguckt und wo man auch sagen kann, das wird entweder belohnt, wo es gut ist, oder es gibt Sanktionen, wo es schlecht ist. Anders kommen wir hier in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen nicht weiter. Und ja, diesen Aufschlag finde ich als Grüne sowieso richtig, weil wir ja auch mit der Quote jetzt schon seit Jahren sehr gut zurechtgekommen sind.